Es ist ein Besuch, der von den Spannungen im Verhältnis beider Länder überschattet wird. 4 Tage nach seinem Amtsantritt ist Bundeskanzler Olaf Scholz zu seinem Antrittsbesuch in Polen. Bei der Pressekonferenz mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gehen beide Seiten auf die Freundschaft zwischen den Ländern ein. Und trotzdem geht es darum, dass wir diese Beziehung immer weiter vertiefen und alles dafür tun, dass wir unsere gemeinsame Verantwortung wahrnehmen für eine gute Zukunft in Europa. Der seit Mittwoch amtierende Bundeskanzler war am späten Nachmittag in Warschau gelandet, wo Morawiecki ihn mit militärischen Ehren empfing. Danach kamen die beiden Regierungschefs zu einem Gespräch zusammen. Die Justizreformen der rechtsnationalistischen polnischen Regierung sorgen seit Jahren für Streit zwischen Polen und der EU. Auch auf deutsch-polnischer Ebene gibt es Konfliktthemen, zum Beispiel die Pipeline Nord Stream 2.